Hallo liebe Rad- und Naturfreunde, hier spricht die Stimme aus dem Off wieder. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Radvideo, das euch durch das schöne Münsterland führen wird. Wir werden von Haltern durch das Weiße Fenn nach Coesfeld fahren. Hinter Labesum gibt es eine Halterner Institution, die Peters Bauernstube. Nur früh am Morgen ist hier noch nichts los. Ein herrlicher Blick auf Labesum. Eine der schönsten Stellen hier oben. Jo, und das ist der Blick auf Labesum. Ein wunderschöner Hohlweg. Und unten angekommen, an dem Bauernladen, steppt der Bär. Es ist voll. Beim Donnerstagvormittag. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir befinden uns auf dem Weg zum Weißen Fenn. Hier geht es nochmal kräftig bergauf. Aber wir haben ja die Rückenwindunterstützung. Und aus dem Dorf Labesum angekommen, ist hier ein Lost Place, ein verfallener Bauernhof. Vor vielen, vielen Jahren ist er durch einen Sturm mal zerstört worden. Eine sehr interessante Landschaft, kann man ja nicht sagen. Sehr interessant anzusehen. Und wieder fahren wir durch das Weiße Fenn, das ehemalige Truppenübungsgebiet. Aber heute haben wir wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, wir haben 13 Grad und Frühlingsanfang, das wird immer mehr. Und hier fährt die lange Abfahrt an. Ja, die glatte Asphalt kann man laufen lassen. Nein, das ist kein Zeitraffer. Vom beiden Autos werden wir coole Bier in der Hand haben. Angekommen in Maria Feen. Wir genießen das schöne Wetter. Wenn es wärmer wäre, würden wir hier uns ein Eis holen. Die Eislounge in Maria Feen, eine Institution. Ja, das war eine Dorfrundfahrt.
immer wieder wunderschön anzusehen, die blühenden Bäume. Eine kleine Pause. Immerhin haben wir schon 15 Kilometer hinter uns. Ja, es gibt schönere Plätze, aber hört mal genau zu. Ja, das ist ein Vogelgezwitscher. Alles in Ordnung am Fahrrad, jawohl, und es kann weitergehen. Und hier fahren wir durch die typische Münsterländer Parklandschaft. Ist eigentlich ein schönes Gebiet, da lässt sich sehr schön Fahrrad fahren. Stimmt, hat er recht. Autofrei. Wir fahren Richtung Coesfeld. Ungefähr 10 Kilometer noch bis Coesfeld. Genau dort wollen wir hin. Zur Abwechslung fahren wir mal durch einen Wald. Gibt es auch hier. Und natürlich kommen jetzt Autos. Ja, ne? Ich glaube auch, dass wir schon mal waren. Wunderschön am Blühen und am Grünen sind die Büsche. Eigentlich jetzt die schönste Jahreszeit. Schaut euch das an, das ist herrlich. Und wo müssen wir her? Jawohl. Links rum, links. Links. Den Schildern nach. Fast angekommen in Coesfeld. Das ist die Berkel. An diesem kleinen Fluss fahren wir jetzt halb durch Coesfeld. Der Weg ist schön geführt, immer am Ufer entlang, gefällt uns gut. Wir hätten hier nur gerne einige Bänke, um mal Pause zu machen, aber die haben wir hier vergeblich gesucht. Der Weg, der schlängelt sich wunderschön hier an der Berkel entlang.
muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin noch nie gewesen hier. Oder wir sind hier noch nie gewesen. So rum ist richtig. Was wir jetzt noch suchen, ist eine kleine Bank. Wir wollen nämlich Pause machen. Ist das Kunst oder kann das weg? Oh, den Weg aus Coesfeld hinaus, den sparen wir uns mal. Da war einfach nur viel Autoverkehr. Aber? So, und hier sind wir am Vietzengarten angelangt. Genau. Der hat aber noch zu. Saisonstart ist erst am 29.03. am Karfreitag. Okay. Aber angucken kann man sich trotzdem mal. Offen ist zwar, aber ist noch kein Betrieb hier. Sieht ja klasse aus, was man so sieht. Die Besitzer machen hier ein Großreine machen. Die bereiten alles vor. Ja, wir haben uns nett unterhalten. Und wir werden auf alle Fälle wiederkommen. Die machen hier klar Schiff. Ein kleiner Eindruck. Schönste Platz von dem ganzen Gelände. Wir hätten uns ja gerne auch hier hingesetzt, aber wie ihr jetzt hört, war das nicht wirklich. Das war ein Rasenmäher. Weiter geht es. Vietzengarten bei Coesfeld. So eine ganz tolle Anlage. Gerne hätten wir Kaffee und Kuchen genommen, aber es gibt noch nichts. Erst ab Karfreitag ist offen. Aber da kommen wir auf alle Fälle nochmal wieder. Zum Hochhofer Holz. Das sind die Ausläufer der Baumberge hier. Und das sind anständige Hügel. Ganz toll anzusehen. Berge. Ja gut, Anita sagt, das sind Berge. Keine Hügel. Das ist ja auch recht. Was hier oben fehlt, ist eine Bank. Ja, stimmt. Übrigens befinden wir uns hier auf einem Teil der 100-Schlösser-Route. Ein blühender Baum nach dem anderen. Wunderschön hier. Dort unten müssen wir rechts. Da kommt ein schneller. Und durch ist er schon. Das ist doch eine tolle Landschaft hier.
am Horizont die Baumberge. Und das ist hier der höchste Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier heißt. Harle. Aber jetzt geht es erstmal gleich runter. Eine rasante Abfahrt und eine tolle Aussicht. Jawohl, sowas lieben wir. Jetzt fehlt immer noch eine Bank. Wir haben nämlich Kaffeedurst. Tja. Ja, nehmen wir die Bank? Nehmen wir nicht. Mal sehen, was Anita sagt. Komm gleich den Berg runter. Oder nehmen wir diese Hütte? Geht natürlich auch. Nee, einmal umdrehen. Die Aussicht ist wirklich nicht schön hier. Wir sind auf der Mühlenroute. Nein. Stimmt, ja, der ist schon länger her, letztes Jahr. Ja, genau. Das kann auch sein. Und hier ist der Knotenpunkt 59. Nachdem wir jetzt an drei Bänken vorbeigefahren sind, weil da irgendwas nicht passte immer, keine Aussicht, schräg und so weiter, endlich eine Bank mit einer schönen Aussicht und ein Tisch dazwischen an der Mühlenroute. Willkommen in Rurup, hier waren wir schon mal. Ich bin zufrieden. Hause ist fast vorbei. Nochmal ein Schwenk durch die schöne Landschaft. Wir haben noch 25 Kilometer nach Hause und 47 schon hinter uns. Das wird für dieses Jahr unsere längste Tour. Dann will ich mich so ausdrücken, bisher in diesem Jahr die längste Tour. Da hat Anita recht. Ja, Besuch hatten wir auch. Also zum Glück kommt der Wind von der anderen Seite, das ist nicht ganz so schlimm. Weiter geht's, dort entlang. So allmählich verschwindet die Sonne. Die Temperaturen liegen so bei 17 Grad. Mäßiger Wind. Wir frieren nicht. Bauernversammlung. Beraten, ob sie nach Berlin fahren. Jeder hat einen Zettel in der Hand. Und die Landschaft ist unverändert. Da bin ich wieder.
Schafe. Sind tatsächlich Schafe zu sehen. Und auch schon Osterlämmer dabei. Alle schwarze Schafe. So, nun sind wir kurz vor Haus Döllmann. Die ersten Teiche fangen hier an von der Heubach-Niederung. Ungefähr 10 Kilometer haben wir noch bis nach Hause. Bank, die um die Ecke kommt, saßen wir noch nie. So, jetzt ist mal Zeit, dass wir auch mal Platz nehmen. Ja, und hier habe ich vergessen, die Kamera auszuschalten. Also ist aus Zufall das mit aufgenommen worden. Wir befinden uns hier in einem geologischen Leerpfad. Und natürlich lese ich dann alles, was auf dem Schild steht, vor. Links und rechts des Weges sind es Moorwiesen. Die standen immer unter Wasser, darum wurde der Weg auf einem kleinen Deich gebaut. Dort hinten das Gebäude steht auf einer Warft. Alles das steht auf dem Schild. Ist trotzdem interessant zu wissen. Und dieses Foto habe ich gerade geschossen. Weiter geht's. Fahren wir durch das kleine Örtchen Haus Döllmann. Wieder ein schöner Baum in Blüte, herrlich. Schöner Weg hier am Mühlenbach entlang, falls es der Mühlenbach ist, keine Ahnung, muss ich mal schauen, hier gibt es so viele Bäche. Der Wind ist frisch geworden. Man kann doch sagen, es ist kühl. So, und jetzt sind wir kurz vor Siedern. Am Siedener Wasserschloss gibt es noch unsere letzte Pause. Und das war der Plan A. Kurz vor zu Hause. 67 Kilometer haben wir. Ungefähr 71 werden es werden. Werden es sein. So, jetzt fahren wir an einer Siedener Institution vorbei, dem Bauer Ewald. Die kann man sehr gut und sehr reichlich essen. Mein Akku ist leer. Und eine andere Kamera. Zur Heimat ist schon schön. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, in welcher schönen Landschaft wir leben hier. Jetzt sind es
4 Kilometer von zu Hause entfernt. Eigentlich wollten wir unser letztes Radler am Wasserschloss, an der Wassermühle in Sieten trinken. Aber wir haben uns kurz entschlossen. Plan B. Unser Plan geändert. Wir fahren zu der Sonnenbank oben in den Siedener Feldern. Wir hoffen nur, dass diese Bank frei ist. Jetzt kommt der große Moment. Ist die Bank frei oder ist sie nicht frei? Das ist hier die Frage. Einmal um die Kurve und wir werden es wissen. Und wie man sieht, aber Pech. Also kommt Plan C. Tja, also wieder zu Plan B, wieder zur Wassermühle. Nein, wir nehmen an der Kapelle, unser letztes Radler. Und noch eine Planänderung. Wir nehmen diese Bank hier. Ja, das Fazit zur Tour. Der Weg nach Coesfeld durch das Weiße Fenn und die Münsterländische Parklandschaft war sehr schön. In Coesfeld der Weg an der Berkel entlang war auch sehr schön. In Coesfeld selbst war es etwas speziell, aber es ist halt eine Großstadt. Gefiel uns nicht so. Der Vietzengarten war klasse, leider noch geschlossen. Der Weg hinter Coesfeld durch die Berge war einfach nur grandios. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke fürs Zusehen. Wenn euch der Film ein bisschen gefallen hat, einmal liken bitte. Ciao.